Herzlich willkommen zu einem neuen Part. Rage! Also wer jetzt da noch nicht wach ist, von gerade eben, tja, da weiß ich auch nicht ganz genau. Jetzt haben wir es auch noch mit so hässlichen Viechern zu tun, die nicht sofort tot sind. Das finde ich ja weniger schön, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und dass sie so plötzlich gekommen sind, meine Herren. Naja, wollen wir mal weiterschauen. Also mir sind die echten Leute lieber. Echt, also ich denke immer so, ein Schuss in den Kopf und die sind tot, aber leider ist dem ja nicht so. Das heißt, ich werde jetzt, glaube ich, hoch dieseln müssen. Hallo, liebe Welt. Oh, wie schön das aussieht, ne? Man soll ja nicht so direkt, aber das sieht echt schön aus. Guck mal. Also selbst für meine Rechnerverhältnisse ist das ja wunderbar. Das ist zu. Ich denke mal hier, das haben sie gemeint. Dass ich neu kalibrieren soll. Warte. Zipline, wo ist denn hier eine Zipline? Da. Hä? Wo ist denn da die Zipline? Achso, jetzt muss ich hier so runter. Tatsächlich. Yeah. Wir wollen erstmal gucken kurz. Nee, aber hier gibt es ansonsten nichts. So, ich stolper über meine eigenen Füße. Also da hätte ich wirklich nicht mit dem Buggy hinfahren müssen. Weil jetzt muss ich den ganzen Scheißweg hier laufen. Nein, Frau, du Auto fahren. Wow. Nein, 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 ah! So. Jetzt erstmal wieder zurück. Abgesprungen. Hi, Leute. Ich du weiß hast leider. Es geschafft. Geh zu Richter. Nein! Wirklich? Ich hab's geschafft? Danke, das haben wir alle mitgekriegt im letzten Part. Und ich habe mich megamäßig erschrocken. Scheiß, Mann! So. Und wieder 1000 Dinge hoch. Auf dass uns alles hey, schlecht du. Wird. Suchst du Arbeit? Hey, du, ja. Wenn Juno nicht mehr da ist, kann ich hier nicht weg. Aber die anderen Siedlungen müssen unbedingt vor den Mutanten gewarnt werden. Kannst du mir bei der Sache helfen? Na klar, annehmen! Exzellent. Gut. Nimm diese Signalmunition und feuere sie vom Hügel aus ab. Der Werfer ist vor Ort. Er ist leicht zu finden. Kann ich aber erstmal einmal kurz zurück zu einem Anführer? Eigentlich müsste ich nämlich da jetzt einfach mal hin. So, es hat keiner mitgekriegt, dass ich mich schnell einmal umgesetzt habe, hoffe ich. Gott, mir wird selber schlecht. Na? Nicht schlecht, Fremder. Wusste gar nichts von den Mutanten. Trauen sich selten so weit raus. Hast dich gut geschlagen. Sprich mit Janus. Sie will wissen, was du gefunden hast. Wow, was ist das denn? STRG? Wo ist STRG? Achso. Ja gut, aber das kann ich ja... Achso, ich habe eine Schrotpistole bekommen. Yay. Oh, das macht er aber nicht. Gut. Lass mich da durch. Achso, ich dachte, das wird jetzt auf. Hi. Juno ist tot? Ich wusste ja, dass da was nicht stimmt, aber ich hatte gehofft, er würde wiederkommen. Die Tja. Guten sterben immer zu jung. Trotzdem, danke fürs Suchen. Hier sind deine Sachen und ein Rezept für deine eigenen Heilbandagen. Such einfach die Zutaten und mix sie zusammen. Äußerst hilfreich, wenn du mal was abbekommst. Vielen Dank und Hals- und Beinbruch. Dankeschön. Okay. Mhm. Bau alles! Okay. Warum steht da eigentlich bei SRG? Also. Wo ich bin nicht immer so, jetzt lasse ich mal Wingsticks an. Ja, jetzt machen wir noch die andere. Ein Tipp noch, bevor du gehst. Na? Ich höre dir zu.
Diese Hügel wimmeln nur so von Banditenstämmen, sind die meiste Zeit mit sich selbst beschäftigt. Aber wenn sie dich in ihrem Revier antreffen, bist du erledigt. Pass gut auf dich auf. Nein, das war ich schon. So, habe ich denn jetzt diese Medizin bekommen oder nicht? Das ist jetzt die große Frage. Hast du mir was zu sagen, Ruck? Oder du? Ach nee, du hast mir ja letztens die erst gegeben. Okay, gut. Mach's gut, Fremde. Ja. Ich habe überhaupt gar keine Kopfbedeckung. Also ich mag das ja nicht, wenn ich nur hier mit... Oh Gott, im Himmel. Oh Gott, im Himmel. Kann ich das nicht hier mitmachen? Warte mal. Nee, kann ich nicht. Ich muss echt mit WASD und sowas machen. Ich glaube, da müssen wir nie wieder hin, außer ich will das mit... Also ich will die das Geld da eintreiben. Hä? Warte mal kurz, jetzt auch noch so ein Ding, das habe ich gar nicht gesehen. Ach so. Warte mal, hier vorne war noch einer, mit dem habe ich glaube ich noch nie gesprochen. Hallo. Du siehst ja wunderschön aus. Du schielst ein bisschen, ist dir schon mal aufgefallen? Ein bisschen schielt er, ne? Naja, was ist das? So, gehen wir schnell einmal nach da hinten. Ich will gar nicht mehr einen Buggy haben. Ich finde eigentlich das ganz gut. Hups, jetzt bin ich fast in dein Klo gelaufen, ne? Sehr gut. Scheint die richtige Wahl gewesen zu sein, dich Warum? Zu retten. Ach so. Dir kann man vertrauen. Und den anderen nicht? Tief in deiner Schuld. Du solltest jetzt mit DR über den Buggy reden. Müsste in der Werkstatt sein. Okay. Lass den Buggy reparieren und komm dann wieder. Ich habe noch ein paar Jobs für dich. Na denn. Den hier soll ich fahren, ey. Ah, gut, dass ich... Ohne Witz, ne? Hey, komm mal her. Was? Lass mich erstmal speichern. Tut dir so nicht gar nicht. Ich bin da. Hier ist ein Wort, das du dir merken solltest. Na? Feltrit. Weißt du, was Feltrit ist? Ein Feltrit. Wahrscheinlich. Pass auf, ich verrat's dir. Feltrit war in dem Asteroiden, der die Erde beinahe komplett ausradiert hätte. Aber was von ihm übrig ist, ist äußerst interessant. Feltrit ist ein Weltraumerz. Starkes Zeug. Hm. Wenn du welches findest, behalt es. Tausch es nur gegen echte Spitzenware ein. Okay, gut. Du bist aber unscharf. Hallo? Ach, jetzt darf ich hier rein. Hey, Kollege. Dan sagt, du nimmst mir den alten Buggy ab. Hey, Kollege. Ja. Ist eine echt gute Karre. Braucht aber etwas Pflege und Ersatzteile. Die Pflege übernehme ich, aber die Teile musst du selbst besorgen. Johann in der Outrigger-Siedlung kann dir bestimmt weiterhelfen. Alles klar? Okay, ja. Wir sehen uns, wenn du die Teile hast. Also es ist ja eigentlich nur einmal so ein Hin- und Her-Gewetze, oder? Fahre wieder. Es war ja gerade eben gestanden, fahre wieder dahin? Oh wow, warum war das ganz kurz? Oh, warte mal. Ja, ja. Einmal hier drauf. Und zwar möchte ich gerne einen Mutantenalarm. Dann machen wir das doch eben. So. So viel schneller ist das gar nicht.
Ich hoffe nur, dass mich jetzt hier nichts anspringt. So. Das ist einfacher zu finden, hier ist gar so. Was soll das denn? Hör auf damit! Was habe ich dir denn getan? Was habe ich dir denn getan? Du bist ekelig. Was hat hier schon wieder so rumgesuppt? Unfassbar! Das hätte ich mir denken können. Ich hätte auch einfach schnell wegfahren können. So. Ganz ehrlich, langsam denke ich aber auch, dass ich viel weniger aushalte, als ich eigentlich vorher mit dem Arche-Ding ausgehalten habe. Gut. Nein, nein, nein. Stopp. Stopp, 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 stopp. Wo fahre ich hier hin? Ich habe immer gedacht, die schießen mich ab. Der Buggy ist echt gut. Ah. Ups, Entschuldigung. Ah. Puh. So, jetzt habe ich nämlich zwei Sachen auf einmal, weil ich ja sowieso hier nochmal hin muss. Der wird mir wahrscheinlich auch nur sagen, oh, wir fahren ja nach Wild Springs. Hi. Willkommen, Freund. Ja. DR braucht also ein paar Teile für den alten Buggy. Mann, die Karre ist doch schrottreif. Ich würde die Dinger ja geben, aber ich habe leider ein kleines Problem. Wurde vor kurzem von Banditen überfallen. Haben mir die meisten Ersatzteile geklaut. Wirst dich in ihrem Unterschlupf in der Nähe des alten Damms umsehen müssen. Schaffst du das? Ja. Könnte ziemlich heiß werden. Wird nicht leicht, die Banditen in ihrem Gebiet anzugreifen. Tja, das glaube ich auch, weil ich muss dort immer irgendwie was machen. Warte mal, so. So, jetzt muss ich erstmal das machen, damit ich das fertig machen kann. So, zack, verlassen. Hier. Ja, danke schön. Jetzt muss ich aber trotzdem erstmal gehen. Warst du das hier? Achso, du warst. Sehr gut, hier der versprochene Lohn. Du hättest mir mal sagen können, dass da ein paar kommen. Unfassbar. Unfassbar. So, jetzt muss ich erstmal gucken. So, das ist mir schon klar. Aber ich möchte gar nicht die Fat Boys haben. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Also Ups. Also mit Rädchen klicken. Schmeiße ich auch Granaten. Schön. Dass ich das, oh. Aber Gott sei Dank sind die hier alle sehr nett. Von daher noch mal einmal kurz speichern. Speicherino. Oh je, Mene. So, was? Die Gegend hier wird immer gefährlicher. Ja. Die Banditen und Mutanten kommen immer näher. Ja. Ich bleib erstmal beim Buggy, glaube ich. Was machen wir denn? Ich will gar nicht, Achso, ich muss sowieso die Buggy-Teile erstmal finden. Ich möchte aber eigentlich gar nicht. Warte mal. Fat Boys.
Nee, ich will aber die haben. Aber ich möchte auch erstmal, ganz ehrlich gesagt, erstmal so ein bisschen Munition haben, weil ich habe nicht mehr so viel Munition. Ich bin immer panisch und schieße. Ach, ich muss hier wieder hin. Oh. Ja, na gut, es liegt halt auf dem Weg. Hm. Also fahren wir jetzt erst einkaufen, oder? 34, ja, meine Herren. Warum wickelt das jetzt so? Ich habe keine Ahnung, wie ich die, Oh. So. Dann heißt es hier nochmal rein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt noch mehrere kommen. Oh, ja. Dass ich gespeichert habe und schon vorher... Eigentlich dürfte doch hier keiner mehr sein, oder? Oh, kommen die so schnell wieder? Ich wüsste nicht. Ich hoffe es zumindest nicht mehr. Schaut auf jeden Fall alles ruhig aus. Also ich hab den doch wirklich jetzt getroffen, oder nicht? Da drüben! Ja, danke! Und wagt es euch, keine Sachen zu haben. Und wagt es euch nicht, keine Sachen zu haben. Ich brauche unbedingt welche. Da ist wirklich einer. Ich hab dich genau gesehen. Da ist er! Hä? Ja, zeig dich! Hört sich schlecht mit der Faust. Na komm schon. Hallo? Stahlmunition haben wir jetzt auch gefunden, aber ich muss hier nochmal hoch, weil, ja. Ich habe nur noch 16. Warte mal, nicht, hä? Wo geht's denn hier nochmal hin? Ich bin gerade abgesucht. Hallo? Nee, hier wollte ich gar nicht hin. Warum ist das denn hier so langsam? So, ich muss doch hier hin. Bitte hab Munition. Wir haben keine Munition. Ich habe noch 16. Warum habe ich denn noch 16? Mal gucken, wie es mir geht. Och, naja. Ich glaube, man erholt sich auch so ein bisschen. Genau, die darf ich nämlich nicht wegmachen. Ich kann dann nämlich irgendwann so... Ich habe nicht mehr so viel Munition. Ich musste mal jetzt ab und zu mal speichern, weil ich habe keine Lust. Also ich werde jetzt nicht irgendwas ercheaten und nochmal irgendwelche Stellen spielen, damit ich mehr Munition habe. Ja, ich weiß, was kommt, glaube ich. Ich steche die ganze Zeit, okay. Oh, das war so eklig. Oh, fuck! Scheiße! Hey. Ah.
mir doch einfach nur. Bitte, bitte, bitte Munition. Warum gibst du mir keine Munition? Munition! So, ich guck mal, ob das von der Zeit her so passt. Ach ja, genau. Beim nächsten Part werden wir auf jeden Fall dann die Wasted Werkstatt betreten. Ich bedanke mich bei dir, dass du zugeschaut hast. Ich freue mich total auch darauf. Ich habe auch total Lust, es weiterzuspielen. Das ist mal was anderes zwischen den Telltale-Games, die ich jetzt spiele. Ja, vielen Dank. Lass mir doch gerne einen Kommentar oder ein Abo da. Oder schreib auch gerne ein Streich. Ich bin fertig. Dieses Spiel macht mich total fertig. Also nochmal. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du zugeschaut hast. Diese realistischen Wolken. Lass mir doch gerne einen Kommentar dort. Drück auch gerne den Gefällt mir-Button, weil ich finde, für Let's Play, ich mache es auch. Und ich finde, es ist eine tolle Form der Unterstützung. Es kostet dich nichts und wir YouTuber bekommen ein bisschen mehr zurück. Dankeschön. Bis dann. Ich bin total verwirrt heute. Tschüss.